Der Musiker Tilo hat vor einiger Zeit in einem Stream seine Einnahmen, also seine Ausschüttungen von Spotify veröffentlicht. Und ehrlicherweise fand ich das super spannend, weil Tilo gehört aktuell zu den meistgestreamtesten Künstlern in Deutschland. Und natürlich ist das wahnsinnig spannend, wenn so ein Musikschwergewicht in Deutschland Einblick in seine Finanzen gibt. Und in diesem Video schauen wir uns das Video mal ein bisschen genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wir gehen hier auf diesem Kanal ja regelmäßig auf Einnahmen und so weiter von YouTubern und Streamern ein. Und jetzt hat mit Tilo tatsächlich einer der aktuellen gehyptesten Musiker in Deutschland seine Einnahmen gezeigt. Und das freut mich persönlich sehr, weil das Video schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an und vielleicht kann ich da links und rechts ja noch ein paar zusätzliche Informationen dazugeben. Aber ich nehme euch erstmal mit auf meinen Bildschirm und dann schauen wir uns gemeinsam dieses Video an. Wie viel verdient man ca. mit 100.000 monatlichen Hörern? Oh Bruder, weiß nicht, wir können mal kurz mal in mein Spin-Up hier reingehen, wenn das funktioniert. Und dann können wir mal gucken in meine Einnahmen von damals, wie viel ich damals verdient habe zu der Zeit. So, wir sind auf Spin-Up. Hier gibt es leider nicht mehr die Jungs. Ich habe auch gewechselt auch zu iGroove hier oben. Das ist jetzt mein neuer Vertrieb, wo ich mein... Ja genau, das habe ich gesehen. Spin-Up war... Ich öffne einfach mal den Wikipedia-Eintrag. Spin-Up ist eine Vertriebsplattform der Universal Music Group, die Musikern und ungesignten Künstlern die Möglichkeit bietet, ihre Musik weltweit über Online-Händler wie dieser Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon Music, Google Play und Napster zu veröffentlichen. Das heißt, darüber hat Tilo bis vor kurzem, also bis Dezember 2022, seine Musik veröffentlicht. Das heißt, bis Dezember 2022 hat er darüber dann auch seine ganzen Einnahmen gesehen. Und wir sehen hier schon einmal das unfassbar hohe Guthaben von 4,91 €. Meine Musik hochlade, damit die auf Spotify und so kommt. Du kannst ja nicht einfach bei Spotify auf Song hochladen drücken. Ja, wie ihr seht, Jungs, bin ich leider am Ende. Yo! Ah! Genau. Für eine Packung Kippen reicht es nicht mehr in diesem Monat. Deswegen brauche ich auch auf jeden Fall jede Spende von euch. Läuft nicht so gut. Nee, Spaß. Ich habe für diesen Monat einfach noch kein Gehalt bekommen. Ich weiß nicht warum, Digga. Hier, ganz wichtig, wird Tilo egal sein, aber es ist natürlich rechtlich kein Gehalt. Er ist nicht bei Spin-Up angestellt, er ist auch nicht bei Spotify angestellt. Der ist natürlich selbstständig. Als Künstler, als Musiker bist du selbstständig und er bekommt von Spin-Up oder jetzt seinem aktuellen Plattenlabel natürlich die Gutschriften, Abrechnungen, schreibt eine Rechnung oder bekommt eine Gutschrift, ist eigentlich egal. Aber er ist Selbstständiger und natürlich ist das kein Gehalt, sondern das ist sein Umsatz. Das ist jetzt auch nicht sein Einkommen, das, was am Ende übrig bleibt, sondern das ist wirklich erstmal seine Betriebseinnahmen, würde ich sagen. Ja, eigentlich sollte hier ein dickerer Check stehen auf jeden Fall. Das kommt wahrscheinlich morgen oder so. Keine Ahnung, ist ja auch Sonntag heute, ne? Ja, wahrscheinlich for real, morgen wird hier ein anderes Guthaben stehen. Aber in den Verkaufsberichten können wir gucken, wie viel ich wirklich Monat für Monat verdient habe in den ganzen Jahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so meine Einnahmen leaken soll, aber eigentlich juckt mich das ein Scheiß. Direkt, Digga. Ja, komm, scheiß drauf. Wir gehen mal einmal komplett zu der... Freut mich natürlich sehr, dass er hier so transparent ist und uns ja aus seiner ganzen Historie eigentlich alle Einnahmen einmal zeigt. Da können wir wahrscheinlich einiges mitnehmen. Und ich glaube tatsächlich auch, das ist für Nachwuchsmusiker wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel, um da mal so einen realistischen Einblick zu bekommen, wie viel man denn da so verdienen kann. Weil aktuell ist Tilo wahnsinnig erfolgreich, aber es war natürlich nicht immer. Anfang. Also, 2018 habe ich angefangen mit Musik auf Spotify, okay? Und wie ihr seht, habe ich Big Pada gemacht, Bruder. Big Pada. Das war crazy. Versteht ihr? Da war schon, ne, da war Endlevel, Digga. Da war ich todreich. Also sieht man ja. Da war so ein Monatseinkommen von 3,05 €. Oder das ist schon crazy, Digga. Das ist schon crazy. 50 voll viel. Digga, Bruder, ne? In einem Monat, Bruder. In einem Jahr bin ich von 1 € auf ein Fuffi gekommen. Kann man... Prozentuale Steigerung ist mit Sicherheit nicht schlecht, ja. Von 1,80 € auf 50 €. Aber auch hier sind Betriebseinnahmen. Also in dem Jahr wird er, wenn das seine einzige Einnahmequelle war, natürlich noch keine Steuern gezahlt haben, weil er da ganz eindeutig unterm Grundfreibetrag ist. Man muss Einkommensteuer ja erst zahlen, wenn man über dem Grundfreibetrag ist. Der liegt bei gut 10.000 € pro Jahr Gewinn, nicht Umsatz. Und das ist ja nur der Umsatz. Was schon mal mach im Monat. Auf chillig, Bruder. Da war ich 17, by the way. Dann 2019, da habe ich dann auf Baustelle angefangen zu leben, mäßig. Ja, so ab hier habe ich Baustelle angefangen zu leben. Da musste ich dann immer mit dem Geld auskommen, aber auf Baustelle hatte ich trotzdem nichts zu fressen, weil ich schwöre auf alles, wenn ich 450 € verdient habe im Monat, habe ich auf jeden Fall 350 € für Drogen gebraucht, um klarzukommen. Oder mehr wahrscheinlich, Digga. Ich habe jeden Tag Yum-Yum gefressen die ganze Zeit, Digga. Oder meine Kollegen haben mir Pizzen rumgebracht und so. Das war 2019, von 80 € auf 500 € gesprungen. 2020 war dann die Zeit, wo ich wo ich mir das Gesicht tätowiert habe, wo ich in Berlin rumgehangen habe, ganz viel mit Sevi und Heini und so und einfach auch ein bisschen mehr in die Musikszene reingekommen bin und viele Leute kennengelernt. Man sieht also, er hat 18, 19 schon Musik gemacht, scheint da
ich will mal sagen, schwierige Verhältnisse gehabt zu haben, Drogen, Wohnsituation nicht ganz easy und so weiter. Und 2020 hat er dann Gas gegeben. Das war jetzt ja auch das erste Corona-Jahr, um es mal so zu sagen. Da hat er dann mehr connected und hat er, ich will mal sagen, das Ganze ein bisschen professioneller versucht anzugehen, Netzwerk aufbauen und so weiter. Und das sieht man dann schon. Ich meine, jetzt 2019 war noch so auf Minijob-Verhältnis Einkommen und jetzt sieht man hier schon 2020, da waren die besten Monate schon bei 4.000 Euro. Ist ehrlicherweise auch immer noch nicht die Welt, wenn wir hier wissen, das ist quasi der Umsatz und das ist bei weitem noch nicht das Nettogehalt. Aber hier kann man auf jeden Fall schon mal von einem ernstzunehmenden Einkommen sprechen. Gelernt habe, vorher war ich halt nur in Itzo der Einzige, ich mache einfach so Musik für mich selber, ich habe nicht einen Kollegen mäßig, der Musik macht, der auch irgendwie in der Öffentlichkeit steht, der hat sich das dann ein bisschen verändert, 2020 von 500 Euro im Januar zu 4.000 im Dezember, 2021 war dann ein wildes Jahr, kann man schon mal sagen, da hat der Januar mit 4.500 gestartet und der Dezember ist mit 70 gegangen, obwohl... Ja gut, und da kann man sagen, in 21 sieht man schon, bester Monat, 83.000, 85.000 Euro Umsatz pro Monat. Und hier muss man auch sagen, das ist eine Einnahmequelle. Das heißt, wenn er Konzerte gibt, wird er die Konzerte bezahlt bekommen, er wird irgendwie Merch verkaufen und so weiter. Das heißt, er wird auch mehrere Einkommensquellen haben und das ist nicht alles, was er verdient hat. Und wenn man dann als Solo-Act, als Solo-Künstler 85.000 Euro im Monat Ausschüttungen von seinen Streams hat, dann ist das schon richtig gut. Und ich vermute, dass man dann schon in den Top 1%, Top 0,1% in Deutschland ist. Vielleicht muss man das auch in Relation setzen. Wenn ich eine Band habe oder mit 5 Mitgliedern bin, dann muss das ja auch noch alles einmal geteilt werden. Das muss er als Solokünstler so natürlich nicht machen. Hier sogar 80, 85 gegangen sind. Hier war ein Bug, das müsst ihr euch ungefähr teilen. Haben die mir auch geschrieben, eine E-Mail, da war irgendein Bug damals, dass ich im Juni einfach kein Geld bekommen habe und im Juli dann auf einmal mäßig das Cash vom Juni und Juli zusammen. Deswegen steht da 100.000. Das ist ohne Steuern. Das ist mein Bruttogehalt. Also das genau, ist kein Bruttogehalt, aber ist richtig, ist vor Steuern, das ist quasi sein Umsatz. Das ist das, was er ausgeschüttet bekommt. Dann hat er alle Betriebsausgaben, die er so hat, Produktion, Videos, Drehs. Er wird mit Sicherheit Produzenten bezahlen, er wird Beats einkaufen müssen. All die Kosten, die er natürlich im Rahmen seines Unternehmens hat, die kann er davon natürlich absetzen. Dann hat er einen Gewinn und auf diesen Gewinn zahlt er eine Steuern und muss Krankenversicherung zahlen und so weiter. Und dann hat er am Ende das Nettogehalt. Das kann man hieraus ehrlicherweise nicht ablesen, weil wir natürlich nicht wissen, wie aufwendig er jetzt Marketing macht, Videos produziert, die Musik produziert. Weiß ich nicht, wie teuer das ist, aber wir sehen auf jeden Fall schon mal seinen Umsatz. Und da muss man ehrlicherweise sagen, auch da ist als Solo-Selbstständiger 85.000 Euro im Monat, das ist so viel, wie einige nicht im Jahr verdienen. Das Geld, was ich brutto einfach nur von Streaming-Einnahmen bekomme. Das ist jetzt auch ohne Live-Shows, ne? Ich mache ja auch fast jedes Wochenende, Freitag und Samstag, eine Live-Show. Und da spielt sich meine Gage auch von 20.000 Euro ab. Also am Wochenende mache ich eigentlich auch immer so ein 40er oder so. Also jetzt. So ein 40er am Wochenende. Wer kennt's nicht? Also genau, super spannend, dass er auch das hier erzählt. Nimmt für einen Live-Auftritt 20.000 Euro und seine normalen Wochenende sind wahrscheinlich Freitag, Samstag jeweils ein Auftritt oder Samstag zwei, ich weiß es nicht. Aber er hat gesagt, eine normale Wochenende macht er auch nochmal ein 40er. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass er pro Monat 4 Wochen jeweils 2 Auftritte am Wochenende hat, dann reden wir da auch über 40.000 mal 4, 160.000 Euro Umsatz pro Monat. Ja, dann ist vielleicht über Weihnachten und keine Ahnung, in Sommermonaten ein bisschen weniger ausgebucht, wobei im Sommer vielleicht Festival, keine Ahnung. Aber wenn man mit 10 Monaten rechnet, dass er in der Intensität arbeitet, dann verdient er aktuell mit Auftritten 160.000 im Monat mal 10 Monate. 2 Monate hat er eine Pause, dann reden wir über 1,6 Millionen Euro Umsatz mit seinen Live-Auftritten. Auch da weiß ich natürlich nicht, was er an Kosten hat. Muss er Location zahlen? Muss er Reisekosten? Muss er eventuell seine Background-Tänzer, Sänger, DJ? Ich weiß es nicht, was alles bezahlen. Also ich kenne seine Kostenstruktur nicht, aber 1,6 Millionen Umsatz pro Jahr mit Live-Auftritten und top auf das, was er über Streaming verdient, ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Heutzutage, damals natürlich nicht. Jetzt gehen wir auf 2. Genau, das sind aktuelle Zahlen, das heißt jetzt die aus, der Stream ist von Anfang 2023. Das heißt, in 21 war er auch noch nicht so bekannt. 22, das war halt jetzt das Jahr meines Lebens, muss man nicht drüber reden. Das war sehr. Ja, genau, und da gucken wir gleich mal rein, was heißt Jahr des Lebens, weil das ist, in 2022 gehörte er zu den 10 meistgestreamtesten
Künstlern auf Spotify in Deutschland. Also da ist er wirklich absolute Champions League in Deutschland. Da gibt es nur wenige, die über ihm stehen. Das war halt, hier war halt so überhalb, ne? Das war We Made It, Sehnsucht, Auszahlungen hier. Das ist Wahnsinn. Wir sehen hier, im Juli 2022 hat er eine 250.000 Euro Ausschüttung bekommen von Streamings. Da kommen noch alle anderen Einnahmequellen dazu. Wenn er da 160.000 Euro auch mit Live-Auftritten gemacht hat, dann reden wir hier über 300.000, 400.000, noch mehr Merch und so weiter. Ja, da liegt der Schluss nicht so ganz fern, dass man sagen kann, er hat im Juli 2022 mit Sicherheit mehr als 500.000 Euro verdient. Diese Sachen hier sind We Made It Sehnsucht-Auszahlungen. Und 2023 kann ich mir ab hier nicht mehr angucken, weil... Ey, das ist Wahnsinn. Ich packe das Ganze mal in eine Excel. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal die Monate aufgeschrieben, alles fürs Jahr 2022 und die jeweiligen Auszahlungen und zusammengerechnet. Das heißt, Thilo hat im Jahr 2022 1,34 Millionen Euro Ausschüttung für seine Streams bekommen. Und habe ich ein bisschen weiter recherchiert. Und zwar sehe ich in einem Beitrag, wo verkündet wird, dass er jetzt ab Dezember 2022 nicht mehr bei seinem vorherigen Anbieter-Label ist, sondern jetzt bei iGroove ist, da steht, dass er im Jahr 2022 295 Millionen Streams gemacht hat. Das heißt, wir kennen jetzt seine Ausschüttungen aus Streams und wir wissen, dass er 295 Millionen Streams gemacht hat. Und dann können wir natürlich ausrechnen, was sollte ich auch anders tun? Wie viel verdient er eigentlich pro Stream? Und das sieht man ehrlicherweise hier nicht direkt. Pro Stream verdient er ungefähr einen halben Cent. Das heißt, wir können jetzt ausrechnen, wie viel verdient er eigentlich pro 1000 Streams. Und das ist auch immer so die Maßeinheit. Das ist auf YouTube auch die Maßeinheit. Das ist so der CPM. Das ist, wie viel verdient man eigentlich pro 1000 Klicks. Und das Gleiche kann man natürlich jetzt bei Spotify genauso machen. Wie viel verdient Thilo eigentlich für 1000 Streams? Und das sind 4,56 Euro. Und das finde ich ziemlich interessant, endet bei ihm jetzt bei 1,3 Millionen Euro für 2022. Aber vor allen Dingen können wir uns auch einfach mal seine aktuellen Einnahmen anschauen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr das Ganze schwankt und ich möchte jetzt auch nicht alle Streaming-Plattformen anschauen. Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Auszahlungen, je nachdem, von wo jemand streamt oder ob ich Spotify Premium habe oder nicht. Also es gibt viele Variablen, die das Ganze irgendwie noch beeinflussen können. Aber weil Spotify anzeigt, wie häufig ein Künstler gestreamt wird pro Monat, finde ich das Ganze eigentlich mal relativ spannend und wir gucken uns einfach mal ein paar Künstler an. Und zwar gucken wir uns einfach mal Thilo für jetzt an, das heißt, wie viele Streams hat er eigentlich jetzt gerade? Da steht, dass er ungefähr 3 Millionen Streams pro Monat hat. Und wenn ich 3 Millionen rechne mal 4,56 Euro pro 1000 Streams, dann weiß ich, dass er jetzt pro Monat 13.719 Euro Ausschüttung bekommen von Spotify. Ja, er wird immer noch weitere andere Streamingquellen haben und so weiter. Ich weiß sie aber, okay, es ist nicht mehr eine 250.000, es sind jetzt noch knapp 14.000 Euro. Aber wir können uns natürlich auch andere Künstler anschauen. Wie gesagt, die Zahlen können auch andere sein, aber so eine Helene Fischer beispielsweise, die hat 2,7 Millionen monatliche Hörer. Aber auch das können wir jetzt ausrechnen. Das heißt, wir können die 2,7 Millionen Streams pro Monat von Helene Fischer nehmen, die mal 7,56 Euro pro 1000 Streams rechnen und wissen, dass Helene Fischer jetzt ungefähr 12.000 Euro pro Monat von Spotify bekommt. Gut, Helene Fischer hat eher eine ältere Zielgruppe, das heißt, Helene Fischer wird auch noch CDs verkaufen. Ich glaube, Thilo wird nicht so viele CDs verkaufen wie Helene Fischer, hat dafür aber halt mehr Streams. Aber ich finde das Ganze relativ spannend. Schauen wir uns nochmal die ganz Großen der deutschen Musik an, und zwar Rammstein. Rammstein hat 10,2 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Und auch da können wir natürlich rechnen, 10,2 Millionen mal 4,56 Euro pro 1000 Streams sind 46.000 Euro Auszahlung für Rammstein. Gut, das ist eine Band, die werden sich das teilen müssen irgendwie. Aber schauen wir uns auch mal die ganz Großen der Welt vielleicht einmal exemplarisch an, und zwar Ed Sheeran. Ich weiß nicht, ob es der Größte ist. Er hat definitiv deutlich mehr Streams als alle deutschen Künstler, und zwar 77,8 Millionen Streams pro Monat. Und wenn ich jetzt 77,8 Millionen mal die 4,56 Euro pro 1000 Streams rechne, sind das ungefähr 350.000 Euro pro Monat nur von Spotify. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Das sind 4 bis 4,5 Millionen Euro pro
pro Jahr nur mit Spotify. Das ist natürlich bei weitem nicht seine einzige Einnahmequelle, ist bei Thilo aber auch nicht der Fall. Wir wissen, Thilo verdient wahrscheinlich über 100.000, eher 160.000 Euro pro Monat mit Live-Auftritten und bekommt von Spotify nur knapp 14.000 Euro aktuell im Monat. Aber ich finde die Zahlen zumindest relativ spannend. Soweit also erstmal zu der Einnahmenseite. Aber schauen wir mal an, was Thilo sonst noch so preist. Wie gesagt, jetzt bei iGroove bin. Da kann ich auch mal raufdrücken und reingehen. Wir stehen jetzt letzte 30 Tage Einnahmen 50.000. So sieht's jetzt gerade aus. Der Hype ist ja abgeflacht. So, aber... Das ist auch ganz spannend. Wir haben ja ausgerechnet, es ist ein bisschen weniger. Weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, ob Spotify-Anzahlen so wenig sind oder ob er tatsächlich auch ganz viele Streams hat auf anderen Streamer-Anbietern. Wir haben uns jetzt ja nur Spotify angeschaut. Ich weiß nicht, wie häufig Amazon Music und all die anderen Plattformen, wie häufig er da gestreamt wird. Aber es ist offensichtlich mehr. Das ist immer noch eine immense Summe Geld dafür, dass man einfach nur Musik macht. Und dafür bin ich dankbar. Für Fixausgabe hast du circa, wo das, 15.000 oder so? 15.000. Das heißt, jetzt geht's um die Kostenseite. Ja, ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist quasi der Umsatz. Das ist jetzt die Kostenseite. 15.000. Das heißt, 180.000 Euro im Jahr Ausgaben. Weiß jetzt natürlich nicht, ob es Betriebsausgaben sind oder private Ausgaben und so weiter. Vielleicht sagt er dazu gleich noch was. Aber wir können seinen Umsatz ja schon mal so ganz grob überschlagen. Es sind 1,3 Millionen Euro von Streams. Und mit seinen Live-Auftritten, haben wir jetzt mal angenommen, sind es 1,6 Millionen. Das heißt, er wird auf jeden Fall irgendwie 3 Millionen. Dann kommt noch Merch dazu. Lass es 3,5 Millionen Euro sein, was er an Umsatz macht, wenn er jetzt 180.000, also 15.000 Euro im Monat an Fixkosten hat. Da bleibt dann auch einiges hängen. Das heißt, das wäre nach Fixkosten 3,3 Millionen Euro, die er dann als Gewinn versteuern müsste. Aber vielleicht erzählt er uns ein bisschen mehr, welche Art von Ausgaben er da hat. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr ordentlich, was da als Gewinn übrig bleibt. Stell dir nur 1.000 verdient im Monat, Bruder. Auf Baustelle 400 Euro im Monat verdient, Mann. Und da sind 350 Euro in Drugs gegangen. Wie viel muss Steuern zahlen, Bruder? Das will ich nicht aussprechen, Digga. Lass dich mal in Ruhe, Digga. Gut, Steuern ist bei ihm relativ klar. Wenn er so viel Gewinn macht, dann wird Steuern mit Abstand die größte Position sein, die er hat. Der höchste Steuersatz, den wir in Deutschland haben, sind 45%. Und dann kommt eventuell Kirchensteuer dazu und Solidaritätszuschlag und so weiter. Das heißt, es ist knapp 50%, was man maximal zahlt. Auch da wichtig immer auf den Gewinn. Das heißt, alle Betriebsausgaben kann er vorher abziehen und dann zahlt er auf den Gewinn Steuern. Aber man kann bei dem Einkommen definitiv davon ausgehen, dass das die größte Position ist natürlich. Digga, lass dich mal bitte in Ruhe damit, Digga. Mann, Alter. Hast du das viele Geld auch teilweise angelegt bzw. investiert? Na, am Anfang, als ich Pada gemacht habe, diese ersten Monate mit 20.000 Euro und so, da habe ich for real in diesem Monat 20.000 Euro auf den Kopf gehauen und so. Aber okay, das ist das mit Schlimmste und Schlechteste, was man machen kann. Also bitte, liebe Künstler, wenn ihr gerade neu da seid oder auch Content-Creator und so weiter, gebt bitte nicht euren gesamten Umsatz aus. Wenn man schon weiß, man muss vom Gewinn 50% ungefähr an Steuern zahlen. Am Anfang, wenn man weniger verdient, dann ist der Prozentsatz auch niedriger und so. Aber wenn du 20.000 Euro Umsatz machst, dann solltest du bitte, bitte, bitte nicht 20.000 Euro ausgeben. Das führt ins Verderben. Muss man so ehrlicherweise sagen, ist bei ganz vielen der Fall. Er hat jetzt Glück gehabt, dass 20.000 Euro nicht seine Peak-Einnahmen war, sondern dass danach noch extrem viel mehr gekommen ist. Aber wenn das bei 20.000 Euro und er hätte 20.000 Euro ausgegeben und dann wäre es im nächsten Jahr nur 10.000 Euro im Monat gewesen, hätte er schon ein riesengroßes Problem gehabt, weil dann wäre er in der Schuldenfalle gewesen, weil er denn nicht mehr hätte die Steuern für das gut laufende Jahr hätte bezahlen können. Deswegen da ganz, ganz vorsichtig sein. Ab dem ersten Euro solltet ihr Steuern zur Seite packen. Irgendwann gewöhnt man sich einfach daran und dann pendelt sich der Lifestyle ein. Jetzt habe ich meine Fixkosten und so, aber davon ist zum Beispiel, Digga, von meinen 15.000 Fixkosten sind 3.000 Fixkosten einfach nur, weil ich so viele Spendenaktionen mäßig Abo abgeschlossen habe, dass ich einfach jeden Monat standardmäßig 3.000 auf jeden Fall spende an 3-4 Organisationen. Das ist super spannend. Er spendet super viel. 3.000 sind auch 36.000 Euro im Jahr. Das ist ordentlich. Wichtig hier, spenden kann er als Einzelunternehmen nicht von der Steuer absetzen, beziehungsweise kann er schon von der Steuer absetzen, aber nicht als Betriebsausgabe. Die kann er in seiner privaten Einkommensteuererklärung allerdings steuerlich geltend machen, zumindest wenn es an gemeinnützige, kirchliche Zwecke und so weiter geht. Dann kann er tatsächlich diese 3.000 Euro auch von der Steuer absetzen, aber in seiner privaten Einkommensteuererklärung und nicht als Betriebsausgabe, also nicht im Rahmen seines Unternehmens. So, ja, natürlich spende ich monatlich, Bro. Der Brudi Robert Marc Lehmann, Digga, kennen bestimmt viele von euch, Digga, also Mission Erde kriegt von mir jeden. Robert Marc Lehmann, das ist der YouTuber, der, genau, so viel Naturschutz, Tierschutz und so weiter, der hat Mission Erde, das ist ein Verein, den gucken wir uns auch einmal an, Mission Erde, und da schauen wir uns einmal an, ob das steuerlich absetzbar ist. Das müssten wir nämlich einmal sehen im Impressum beispielsweise, ob
dieser Verein gemeinnützig ist. Mission Erde e.V. Es ist zumindest schon mal ein e.V. Und unten auf der Webseite sehen wir auch die Satzung verlinkt. Satzung ist so die Regelung des, wie kann man sagen, das Gesetz für einen Verein. Und wenn wir hier runterscrollen, sehen wir auch Gemeinnützigkeit. Das heißt, Mission Erde e.V. ist gemeinnützig. Das heißt, die 1.000 Euro im Monat, die Thilo an Mission Erde spendet, die kann er auch in seiner Einkommensteuererklärung auf jeden Fall absetzen. Jeden Monat ein Taui. Jeden Monat straight ein Taui. Und ich habe viele meiner Freunde bei mir eingestellt, so. Keine Ahnung, ich bin ein fauler Bastard. Er hat viele Freunde eingestellt. Wenn die natürlich eingestellt sind für seine Selbstständigkeit, dann kann er die Kosten natürlich als Lohnkosten, als Betriebsausgabe buchen und das reduziert dann den Gewinn und damit auch dann die Steuerlast. So, weißt du, einer meiner besten Kollegen macht für mich mein Studio und mein Zuhause teilweise ein bisschen sauber und so. Okay, Mathis ist eingestellt als Reinigungskraft oder hier unsere beste Reinigungskraft. Und der macht das Studio sauber und bei ihm zu Hause sauber. Das muss man tatsächlich sauber trennen, weil das Reinigen des Studios, das Studio ist ja Teil der Selbstständigkeit, Teil des Unternehmens. Dann sind die Reinigungskosten für das Studio auch als Betriebsausgabe absetzbar. Das heißt, das Ganze kann man in die Buchhaltung einfließen lassen. Die Reinigung des Zuhauses kann man nicht als Betriebsausgabe absetzen, weil das ja der private Wohnraum ist. Und ja, privater Wohnraum ist natürlich privat. Allerdings kann man tatsächlich die Kosten für die Reinigung des Zuhauses als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen. Das heißt, auch diese Kosten oder diesen Anteil der Kosten, den kann man tatsächlich auch in der privaten Einkommensteuererklärung absetzen. Also halt so Sachen wie Wischen und so ein Scheiß. Ich bin fauler Bastard, Digga. Der kriegt seine 2.000 im Monat und so. Weißt du, wie ich meine? Gut, 2.000, das heißt 2.000 Euro gibt er da aus. Ein Teil davon ist Betriebsausgabe, ein Teil davon ist haushaltsnahe Dienstleistung. Der Bray Ennis, Digga, der die eine fucking Videos von Leine schneidet, Bruder. Okay, Ennis ist ein weiterer Freund von Thilo und der schneidet Videos. Und das ist ganz klar. Also seine Videos, Streams, Musik und so weiter, ganz, ganz klar. Das ist eindeutig Betriebsausgabe. Das heißt, der ist Angestellter im Unternehmen und damit kann er das Gehalt, was Ennis bekommt, 100% dann auch als Betriebsausgabe buchen und natürlich von der Steuer absetzen. Kriegt seine 3.000 im Monat und so. Ich pay meinen DJ sehr gut, weil das... Okay, DJ ist auch relativ logisch, ist natürlich auch angestellt, gehört ins Unternehmen und ist dann natürlich auch da absetzt. Auch mein Bruder ist und so. Alle meine Jungs sollen gut essen, Digga, solange das Geld so groß da ist. Aber jetzt habe ich dieses Jahr auch angefangen, ein bisschen mal so mich um mein Geld zu kümmern, anzulegen, investieren, Aktien hier und da. Thilo, ganz, ganz wichtig. Bei dir lief ja 2021 schon gut, jetzt 2022 gigantisch gut. Bitte pack genug Geld zur Seite. Ich gehe davon aus, du wirst locker über 1 Million Euro Steuern für letztes Jahr zahlen. Je nachdem, wie hoch tatsächlich am Ende deine Einnahmen waren, könnten das auch 1,5 Millionen oder sowas sein. Ich hoffe inständig, dass du da nicht die ganzen Umsätze gleich wieder ausgegeben hast. Ich bin ein bisschen in Bitcoin drin, läuft auch gerade wieder ein bisschen nicer. Also alles. Bitcoin, grundsätzlich habe ich da nichts dagegen. Wichtig auch, da vielleicht nicht die Steuerrücklagen reinpacken. Slit, Digga. Alles slit. Ah, und ich habe auch, Digga, 3,5k Fixkosten im Monat, weil ich meine Mom halt jobless, also jobfrei machen wollte. Meine Mom kriegt halt... Gut, er unterstützt seine Mama, ist natürlich sehr, sehr ehrenwert, aber natürlich ist die Kosten, mit denen er quasi die Mama unterstützt, die sind natürlich... Ich würde mal sagen, Privatvergnügen. Man kann tatsächlich Unterhaltszahlungen an seine Eltern von der Steuer absetzen, wenn sie pflegebedürftig sind. Also wenn da jemand hinkommen muss, sie laufen, pflegen muss und so weiter, dann kann man tatsächlich, wenn die Eltern gleichzeitig kein eigenes Einkommen haben, kann man tatsächlich diese Zahlung auch von der Steuer absetzen. Klingt bei ihm jetzt nicht so, als wenn die Mama pflegebedürftig wäre. Einfach so, die ist eingetragen mäßig bei Jan in der Firma, macht halt nichts, chillt meine Mama dort. Uff, ja. Also sie ist angestellt, macht aber nichts und bekommt ein Gehalt. Ich bin kein Anwalt, das werde ich nicht weiter kommentieren, aber sie ist also angestellt und das macht das Ganze natürlich anders. Das heißt, sie ist in einer Firma angestellt und bezieht da ein Gehalt, egal ob sie jetzt was macht oder nicht, aber dieses Gehalt ist dann natürlich eine Betriebsausgabe. Natürlich kommen dann da auch Lohnnebenkosten dazu, aber das ist... Ja, das ist ganz, ganz interessant, wie er das gemacht hat. Wie gesagt, ist rechtlich wahrscheinlich nicht so 100% sauber, jemanden anzustellen und dann macht die Person nichts. Aber natürlich kann da jemand, wenn da Gehaltskosten sind, kann diese Gehaltskosten dann auch von der Steuer absetzen. Oder einfach nur ihr Leben genießen. Und die kriegt halt im Monat auch jeden Monat 3,5k von mir, aber so, dass das schon ohne Steuern ist, also mit steuermäßig. Also so, dass meine Mom wirklich diese 3,5k auch ausgeben kann, wenn sie... Ah, 3,5k netto. Das führt tatsächlich dazu, dass er eine ganz, ganz andere Struktur hat. Und er hat am Ende ja auch so ein bisschen gestottert. Auch 5, ja, nee. 3,5. Guck mal, er wusste gar nicht, 5, 3,5 und so weiter. Das klingt tatsächlich sehr danach,
als wenn vielleicht 5.000 Euro Bruttogehalt und 3.500 denn das Nettogehalt. Und hier vielleicht nochmal eine ganz wichtige Info, die vielleicht auch ganz interessant ist, ist natürlich, es gibt einmal das Nettogehalt. Das Nettogehalt ist das, was man quasi vom Arbeitgeber überwiesen bekommt. Das ist tatsächlich der Betrag, der vom Konto des Arbeitgebers auf Konto des Angestellten landet. Also in dem Fall von einem Arbeitgeber auf das Konto von Thilos Mama. Das ist das Nettogehalt. Und dann gibt es das Bruttogehalt, das ist das, was im Vertrag geregelt ist. Das könnte hier beispielsweise 5.000 Euro sein. Was viele Leute aber tatsächlich gar nicht wissen, es gibt auch das Arbeitgeberbrutto, weil der Arbeitgeber zahlt ja auch einen Teil der Sozialversicherung, also Krankenkasse, Rentenversicherung und so weiter. Und es gibt das sogenannte Arbeitgeberbrutto und das ist auch nochmal höher als der Betrag, der im Vertrag steht. Das heißt, wenn du angestellt bist und 5.000 Euro Gehalt im Monat hast, brutto, dann kostest du dem Unternehmen aber tatsächlich viel mehr. Beispielsweise 6.000 Euro. Also ganz grob sind so 20 bis 30% des Bruttogehaltes kommen nochmal obendrauf an Kosten. Und ehrlicherweise ist das fast frech, dass das nicht so transparent ist, weil du kostest dem Unternehmen tatsächlich dann beispielsweise 6.000 Euro, bekommst am Ende aber nur 3.500 Euro überwiesen. Das heißt, da geht wirklich die Hälfte weg. Und da gibt es natürlich auch Online-Rechner dazu. Das heißt, wenn euch das interessiert und ihr angestellt seid, googelt mal nach Arbeitgeber-Brutto-Netto-Rechner. Und wenn ich da zum Beispiel ein Gehalt eingebe und dann gebe ich mal 5.000 Euro ein, monatlich, 2023, Kirchensteuerpflicht, ja, Schleswig-Holstein, Itzehoe ist, glaube ich, Schleswig-Holstein, gebe ich mal ein, wie alt ist die Mama von Thilo? Keine Ahnung, 50 Jahre vielleicht. Und dann klicke ich mal auf Berechnen, dann sehe ich hier 5.000 Euro das Bruttogehalt. Ich sehe hier aber tatsächlich an Kosten, für den Arbeitgeber sind das 6.234,55 €. Das heißt, da kommen nochmal 1.234 Euro dazu. Das sind so genau die 20-30%. Also man sieht, es sind mehr als 20%, weniger als 30%, sind so 25%, was an Arbeitgeberlohnnebenkosten dazukommen. Das ist aber nicht das Geld, was am Ende auf dem Konto von der Mama landet. Da müssen wir nämlich weiter runter scrollen. Und das wäre in diesem Fall 3.124 Euro. Das heißt, von Gesamtkosten von ungefähr 6.200 Euro landen am Ende auf dem Konto von der Mama, wenn das das Gehalt ist, 3.124 Euro. Da Thilo aber so ein bisschen rumgestottert hat mit 5.000, 3.500 und so weiter, gehe ich mal davon aus, dass 5.000 Euro das Bruttogehalt ist und am Ende 3.100 Euro irgendwie ausgezahlt wird. Die tatsächlichen Kosten, die Thilo aber als Arbeitgeber tragen muss, sind 6.200 Euro. Also tatsächlich deutlich mehr und die Hälfte wandert dann an Krankenversicherung, Finanzamt und so weiter. Aber meine Mom ist die ganze Zeit so, dass sie trotzdem todesspendabel lebt, Digga, mir schreibt, Thilo, ich habe hier so Schuhe gefunden, ich wollte schon immer so pinke Doc Martens haben, die kosten aber 170 Euro, kann ich die kaufen? Ich denke mir, Mama, Digga, ich habe dir letztens 20.000 Euro in bar geschenkt, Digga, du kriegst jeden Monat tot Cash und so. Was fragst du mich, ob du dir Schuhe für 200 Euro kaufen kannst, Digga? Leb einfach dein Leben, Digga, so mäßig. Aber meine Mom ist da so, die sagt die ganze Zeit so, nein, wenn es irgendwann, vielleicht läuft es bei dir irgendwann nicht mehr und dann habe ich hier noch eine Menge Geld rumliegen und dann kann ich dir wieder aushelfen und so. Aber ich sag, sie soll einfach leben, Digga, sie soll leben, Mann. Meine Mom... Verstehe ich hundertprozentig. Also verstehe eigentlich am Ende beide Seiten. Natürlich ist das extrem krass, wenn man so aus dem Nichts kommt, offensichtlich irgendwie auf dem Bau gelebt hat, irgendwie sehr baufällig irgendwo mehr oder weniger irgendwie durchs Leben gestolpert ist und dann 2 Jahre später mit 3 bis 4 Millionen Euro Umsatz pro Jahr super erfolgreich ist, einer der Top-Musiker in Deutschland überhaupt ist. Dann verstehe ich das natürlich, dass man sich daran erstmal irgendwie gewöhnen muss. Allerdings ist es bei Musik natürlich auch so, dass das sehr zyklisch ist. Und nur weil 2022 gut lief, heißt es bei weitem noch nicht, dass 2023 oder 2024 auch gut läuft. Und dann kommen aber auch ehrlicherweise große Steuerzahlungen. Deswegen hoffe ich, dass er da gute Berater hat, die ihn ja dazu anregen, da genug Geld für die Steuer zur Seite zu legen. Deswegen grundsätzlich ist natürlich ja das Verhalten seiner Mutter deutlich gesünder. Sie soll jetzt einfach chillen, Digga, einfach chillen. Und sie geht immer noch zur Arbeit, aber halt jetzt freiwillig, weil sie halt meint, sie kann nicht einfach aufhören mit ihren, sie kümmert sich da halt so um alte Menschen und behinderte Menschen und so. Und sie meint halt, sie kann jetzt nicht einfach aufhören, da zu arbeiten und ihre Patienten da so mäßig alleine lassen. Sowas schließt man ja auch ins... Also sehr ehrenwert. Das heißt, die Mutter scheint neben dem Anstellungsverhältnis bei Thilo auch noch ein zweites zu haben. Also das, was sie vorher auch schon gemacht hat, scheint sie irgendwie weiter gemacht zu haben. Das heißt, sie wird 2 Arbeitsverträge haben. Das Herz so. Aber sie arbeitet halt weniger, weil sie es halt jetzt kann, zum Glück. Einfach, wie sie Bock hat. Das ist auch das schönste Gefühl in meiner ganzen Karriere. Auch als ich ihr Weihnachten ein Auto gekauft habe und so, das ist der Real. Also solche Weihnachtsgeschenke hier, Auto für die Mama, das ist natürlich auch Privatausgabe. Klar, man könnte theoretisch sagen, wenn die angestellt ist und hat tatsächlich arbeitet in einem Unternehmen und dann hat sie ein Firmenfahrzeug in diesem Unternehmen, was sie auch privat nutzen darf und dann wird das irgendwie über Fahrtenbuch 1%-Methode und so versteuert, könnte man da sagen,
Möchte hier aber ausdrücklich sagen, das gilt natürlich für echte Arbeitsverhältnisse und das Ganze klingt nicht so richtig so, als wenn das ein echtes Arbeitsverhältnis ist. Shit, Digga. Oder an Weihnachten am Weihnachtstisch zu setzen, Digga, und jedem deiner Familie Racks zu schenken, Digga. Racks. Nicht ein paar hundert Euro, Racks. So, hier, Weihnachten, Mama 10k. Die Schwester von meiner Mama, hier, ihr kriegt mal irgendwie 2,5k, geh mal in Urlaub. Meiner Cousine hier auch 2k, komm. Gut, er scheint sehr spendabel in seiner Familie zu sein. Natürlich sind die Weihnachtsgeschenke an Tante, Mama, Schwester, Kinder, was auch immer, wem er da was schenkt. Das ist natürlich alles Privatsache, kann natürlich alles nicht von der Steuer absetzen. Wegen der Hochzeit und so, pass mal dazu und so. Meine andere Cousine, Digga, 5 Racks für ihre Tochter und so. Digga, so, das ist das beste Gefühl, was ihr haben könnt, wirklich. Das allerbeste Gefühl. Ist zwar dann immer Stress kurz am Weihnachtstisch, weil, ey, das kann man nicht annehmen und bla 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 und so, aber, Bruder, das ist das beste Gefühl von allen. Ja. Das war's. Fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Waren viele spannende Informationen drin, viele Insights, wie er was gemacht hat, wie er das handhabt und so weiter. Ich hoffe, du hast vielleicht was gelernt oder fandst zumindest das Ganze auch genauso spannend wie ich. Mir bleibt nur am Ende noch Thilo zu wünschen, dass du bitte genug Steuern zur Seite legst. Das kann wirklich die Ruin bedeuten, wenn man einmal einen Mega-Hype hat, weil dann ist das die Grundlage für deine Steuervorauszahlung und dann geht der Hype weg, du verdienst deutlich weniger und so weiter. Du kannst die Vorauszahlung für die Steuer auch immer nach unten anpassen und so weiter, aber tatsächlich, Künstler sind häufig in einer unglaublich großen Schuldenfalle, gerade wenn es einmal super gut lief und danach nicht mehr. Ich habe zu dem ganzen Thema Schuldenfalle als Musiker auch schon mal ein anderes Video aufgenommen, das verlinke ich oben rechts einmal. Ansonsten bleibt es mir eigentlich nur, Thilo, alles Gute zu wünschen. Ich wünsche dir natürlich nicht, dass der Hype zurückgeht, aber ich glaube, das ist in der Natur der Sache, dass es mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter läuft, wie in jeder Selbstständigkeit, bei Musikern und Künstlern aber nochmal deutlich ausgeprägter. Wenn dir diese Art von Videos gefallen, dann abonnier doch gerne unseren Kanal oder schau einfach eins der weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.